willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf Overpass. Ja, sehr schön. Overpass war auch schon lange nicht mehr am Start. Ich habe eben schon ein wunderbares Overwatch aufgenommen, wirklich ein geiles Teil, mit einem richtig spannenden Fall. Und hatte meine Mikrofon nicht an. Das ist natürlich ärgerlich. Fucking ärgerlich. Ich habe ja Zeit! Ja, das ist das Nächste. Hier zwischendrin war noch eins. Das konnte ich aber dann nicht nehmen, weil es ein Boosting-Game war. Und ich dachte, fick drauf. Scheiß auf die verkackten Boosting-Games. Ja, und jetzt sind wir hier beim dritten Overwatch für heute angekommen. Ich hoffe, ich kann das benutzen. Und ich hoffe, meine Voice läuft. Ja, sehr gut, sie läuft. Es wirkt sehr normal, oder? Wie er so da rumsteht und A abdeckt, also A long. Es passt, er braucht etwas lang zum Einkaufen. Das Teil, das erste Overwatch, das ich aufgenommen hatte, war so geil, weil wir das allererste Mal einen richtigen Vollidioten hatten. Also wirklich jemanden, der nur auf den Boden, also ganz, ganz niedrig geaimt hat und auch wirklich schrecklich gespielt hat. Der hat jemanden gekillt, hat auf der Stelle angefangen nachzuladen und ist dann zur Seite gelaufen. So, das war Wahnsinn, aber ich fischgesichtiger Affe, aha, hatte die Dinge nicht an, ne? Das sah jetzt etwas merkwürdig aus, wie er da reingeballert hat, aber war natürlich vollkommen zurecht, weil sein Mate die Leute da gecallt hat, ne, der ballert da oben rein, er sieht und hört die Schüsse und sieht da halt, gut, man sieht es jetzt nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine, der Metzel, die metzeln da rum und er kann drauf hasseln. So, dann müsst ihr jetzt gehört haben, man hört ihn voll steppen, geht auf jeden Fall klar, wobei der fliegt dann wiederum dieses Flip mit einem zusammenhängenden Demo-Fehler, dass es kurz hing, irgendwie merkwürdig aussah. Seine Schüsse sind irgendwie so ganz komisch, ja, geflickt, unnötigerweise. Er schießt drauf, zieht nach oben und schießt dann, zielt dann wieder drauf. Das ist irgendwie nicht so das Wahre, oder? Naja. Und dann hat er die Maus einfach nicht in der Hand, aber sowas kann mal passieren. Jetzt gucken wir mal. Die Nate, war die jetzt besonders gut? Ich weiß es nicht. Unten links kommt jetzt gleich jemand. Krass, die Headshots gehen schon echt brutal rein, oder? Der erste Schuss war schon ins Gesicht und der zweite dann auch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da ist der nächste. Den hätte er jetzt elegant weg. Oh. Also ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Auch wieder ein schwieriger Fall. Sehr schön. Sehr schön. Wir müssen mal gucken. Sein Aiming ist so ein bisschen merkwürdig. Okay. Der ist weggehasselt. Ah, jetzt guckt er ein bisschen. Also jetzt in dem Fall ist es ja auch nicht mehr wichtig, nach großartig nach oben zu schauen, aber wir müssen uns sein sonstiges Crosshair-Placement da ganz genau anschauen. Denn ja, wir müssen untersuchen, ob das rechtfertigt, was er macht. Und es sieht nicht so aus. Wow, es sieht nicht so aus. Also er hat schon echt ein grottiges Placement. Wir warten mal noch ein bisschen ab und gucken, was. Man könnte doch da jetzt wirklich mit einem Gegner rechnen, gerade eben an der Stelle, ne? Da jetzt, bei der Pipe. Und er aimt so langsam, mit scheinbar riesigen Schritten hin. So, was macht man doch nicht in dem Fall, oder? Wenn man an Water kommt und da ist noch niemand und man weiß, dass jemand im Connector ist, also ein Mate, dann gucke ich schon wirklich genau auf die Pipe und bin sehr fokussiert darauf, weil da gleich dann einer durchkommen könnte oder ich jemanden sehe, wenn ich durchschaue. Entweder war er sich dazu sicher, dass da niemand ist oder er ist doch irgendwie ein Kacknoob. Und dann werden wiederum seine 80% Headshots nicht wirklich gerechtfertigt, oder? So, im Toilet ist eine Deagle. Nein. Also da ist auf jeden Fall was im Busch, das ist, guck mal, guck dir das mal an! Da hinten steht jemand und er schaut auf den Boden. Er könnte jederzeit da vorbeikommen. Also das ist wirklich ein bisschen arg krass, oder? Wie schlecht er sonst ist, bis auf seine Begegnung, dann bis auf die letztendlichen ausschlaggebenden Punkte. Also da ist auf jeden Fall ein Aim-Assist am Start. So rum, so wieder rumwurstet, das geht nicht. Nee. So bescheuert kann man nicht spielen und dann trotzdem 87% Headshots haben. Wie viele Kills hat er denn? 8. Ich meine, bei 8 Kills kann man schon eine recht hohe Headshot-Rate haben. Das geht auf jeden Fall klar. Eine 100%ige Headshot-Rate kann man machen, indem man einen einzigen Kill hat und das war halt ein Headshot. Ihr wisst, was ich meine. Die Masse macht dann den Unterschied, aber bei 8 Kills ist es trotzdem schon bei dem restlichen Verhalten. Ich meine, was will er mit diesen Mollys und Dingern bezwecken, die er da in den Himmel schmeißt? Landen die überhaupt auf dem Boden, die Dinger? Die gehen doch in der Luft, die gehen doch in der Luft los. Also zumindest der Molly. Meint er, dass er auch so ein bisschen Vision Assist hat? Also er weiß ja doch sehr gut, wo die stehen. Oder glaubt ihr, er piekt halt vor sich hin und dann macht der Aim Assist den Rest? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber der Aim Assist ist bereits so sicher, dass jeder andere Overwatcher den so drücken wird. Und das heißt, der Bann geht durch. Er ist auf jeden Fall weg vom Fenster. Darum ist es gar nicht mehr so wichtig, jetzt diesen Vision Assist ausfindig zu machen. Aber trotzdem würde ich ihn gerne
ausfindig machen. Einfach so als eigenen, aus eigenem Anreiz. Gut, das war auch ein sehr schicker Headshot. Aber wusste er, dass er jetzt da rumsteht? Oder hat er das vermutet? Konnte er das vielleicht sehen? Ich trinke mal einen Schluck, komm. So, was macht er jetzt? Er rennt doch wirklich ziemlich krass vor. Mit Nades in der Hand. Er ist wirklich komplett unready, ja? Er ist nicht ready, wenn was kommt. Gar nicht. Oh! Brauchst du die Flash überhaupt, mein Freund? Du machst doch eh die One-Taps die ganze Zeit. Das ist ein Vogel, ey. Wahnsinn. Das ist, ja, also, ich denke, ich muss den... Guck mal, der geht doch in der Luft hoch, der Molly. Der hat doch nichts getroffen. Also, es ist wirklich ein Ex... Wow! Wo war der denn gestanden? Den er jetzt aus Versehen mit seinem Aim Assist da weggerockt hat. Wo war der Gegner gestanden, den er... Blub, man hat gar nicht gesehen, wohin er guckt. Es ist einfach jemand weiteres gefallen. Krass, okay. Also, er ist weg vom Fenster, ganz klar. Der Aim Assist ist wirklich ziemlich krass. Am Start. Ich denke, es ist jemand, der wirklich sehr, sehr schlecht ist. Also, beziehungsweise die Elo wird eine sehr niedrige sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier höher ist als Gold 1. Es ist eher im Silberbereich angesiedelt. Und er drückt einfach diese Ultra-Headshots rein. Das ist wirklich unglaublich frech. Es ist echt frech, oder? Also, wir haben da schon oft drüber gesprochen, über die Sichtbarkeit von Cheats, wie offensichtlich jemand cheatet. Und das ist wirklich... Der Respekt fehlt komplett, wenn man das so raushaut. Wenn jemand wenigstens noch versucht, es zu hiden und da auf irgendeine Art und Weise halt die Legitness rechtfertigen will. So von wegen, nein, ich hab doch gar nicht gecheatet. Siehst du das nicht? Aber er schießt ja schon durch die Wand die Leute ab. Man sagt einfach den Overwatchern und vor allem den Spielern im Spiel, boom, ich bin da und ich fick euch jetzt. Ich bin einfach der räudigste Bastard der Welt und ich zeige euch jetzt, wo der Armer hängt. Das ist so bescheuert. Wie sehen seine Stadarinos jetzt aus? Er hat übrigens 90% Headshot-Rate jetzt hier bei 20 Kills. 7 Toten, 4 Assists. Und da hört die Demo mittendrin auf, alles klar. Ja, also Aim Assist ist am Start. Vision bin ich mir zu unsicher, aber er ist weg. Er ist auf jeden Fall weg vom Fenster, dieser kleine Barstott. So, weg mit dir, du kleiner Sack. Und für euch gibt es jetzt noch ein Auge, das ich auf euch geworfen habe. Und zwar ein Gravudel. Ein leckeres Gravudel hier, so ein Eye-Spy. Ja? An jemanden, der jetzt noch da ist, schreibt einfach irgendwas über den Zustand eurer Augen. Ich habe gute Augen, schlechte Augen, ich habe Kacke in den Augen, wie auch immer. Haut da irgendwas raus. Und einer von denen, die das schreiben, bekommt dann dieses wunderbare Gravudel. Ja? Sehr schön. Und ich bedanke mich natürlich jetzt an der Stelle noch bei meinen Patreons, meiner Swin und Laurin. Und natürlich bei allen anderen, die mich unterstützen, bei generell jedem, der das Video schaut, denn das ist bereits Unterstützung. Ja, du unterstützt mich gerade, indem du dieses Video schaust und vor allem, indem du es bis zum Ende schaust, weil du dann damit die Zuschauerbindung anhebst und die Videos dadurch besser gelistet werden. Vielen, vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Dankeschön, Dankeschön. Ich hab Scheiße im Auge. Hab ich Scheiße im Auge jetzt, oder was? Ja, Dankeschön. Daumen nach oben, kastrieren, favorisieren, onanieren und so weiter und so fort. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.